man hat das Gefühl, es wird ernster. Also man wird mehr wahrgenommen und man, die Leute, glaube ich, denken das erste Mal auch wieder darüber nach, der Auftrag, den ihr macht, der ist ja doch wertvoll. Was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan. Angst würde ich es nicht nennen, es ist ein Respekt vor der Situation, die auf einen zukommen kann. Aber wir sind bereit und dafür steht auch VJTF, bereit zu sein, das Bündnis und das Land verteidigen zu können. Die NATO ist eine Verteidigungsallianz. Wir werden nie irgendwo in der Ukraine angreifen oder auch die Russische Föderation angreifen. September 2021. Die Kyffhäuser-Kaserne in Bad Frankenhausen im Norden Thüringens. Neue Panzer rollen an. Kampfpanzer des Typs Leopard 2. Die neueste Version. Stückpreis 15 Millionen Euro. Manche nennen ihn den besten Kampfpanzer der Welt. Seit Jahren wird in der Bundeswehr über einen Mangel an Material geklagt. Dass das Panzerbataillon 393 neues Kriegsgerät erhält, ist nicht alltäglich. Deshalb ist sogar ein Drei-Sterne-General nach Bad Frankenhausen gekommen. Endlich ist er da. Mit der heutigen Veranstaltung übernehmen Sie offiziell die ersten Kampfpanzer Leopard 2 A7V. Zu den vier Panzern, die der General den Thüringer Löwen übergibt, sollen in den nächsten Monaten 40 weitere hinzukommen. Ich hoffe sehr, dass Sie sich Ihrer privilegierten Lage bewusst sind. Denn der Rest des Heeres wird neidvoll auf Sie schauen, während es weiter auf eine Vollausstattung wartet. Dieses Privileg haben die Thüringer Panzerleute einem wichtigen Auftrag zu verdanken. 2023 bilden sie den Kern der NATO-Eingreiftruppe VJTF, der Very High Readiness Joint Task Force. Zusammen mit weiteren Einheiten der Panzergrenadierbrigade 37 Freistaat Sachsen. Zur Brigade gehören insgesamt 5000 Soldaten in Thüringen und Sachsen. Sie ist der Leitverband der VJTF. Die VJTF ist die schnelle Eingreiftruppe der NATO. Aufgestellt wurde sie im Jahr 2015 als Reaktion auf die Annexion der Krim durch Russland im Jahr davor. Sie besteht aus rund 10.000 Mann und ist die Speerspitze der NATO Response Force, NRF. Die NRF umfasst 40.000 Mann. Die Truppen von VJTF und NATO Response Force werden jeweils von mehreren NATO-Partnern für 3 Jahre gestellt. In der Führung wechseln sich die NATO-Partner ab. Die VJTF muss innerhalb von 2 bis 7 Tagen zur Verlegung an jeden Ort im Bündnisgebiet bereit sein. Zu ihr gehören vor allem Landstreitkräfte, aber auch Teile von Luftwaffe und Marine. Bei einem Angriff auf das NATO-Gebiet muss sie sich als erste dem Aggressor entgegenstellen. Zusammen mit der Armee des angegriffenen NATO-Landes soll die Eingreiftruppe den Angreifer aufhalten, bis das Bündnis weitere Truppen herangeführt hat. April 2022, Truppenübungsplatz Klietz in Sachsen-Anhalt. Das Panzerbataillon aus Bad Frankenhausen trainiert das scharfe Schießen. Unter den kritischen Augen seines Chefs, Oberstleutnant Andi Weißenborn. Seit der Übernahme der ersten 4 neuen Panzer sind 7 Monate vergangen. Das Bataillon hat rund 30 weitere Leopards bekommen. Und die Lage in Europa hat sich grundlegend verändert. Seit dem 24. Februar führt Russland Krieg gegen die Ukraine. 180.000 russische Soldaten sind in das Land einmarschiert und haben große Gebiete vor allem im Osten und Süden des Landes besetzt. Bomben und Raketen schlagen in Wohnhäuser ein. Die ukrainische Hauptstadt Kiew wird bedroht. Die NATO ist alarmiert. Wird Russland weitere Nachbarländer angreifen, etwa die baltischen Staaten oder Polen? Diese Länder gehören dem westlichen Verteidigungsbündnis an und sie fühlen sich massiv bedroht. Würden sie angegriffen, müssten die anderen NATO-Länder ihnen militärisch beistehen. Auch Deutschland mit der Bundeswehr. Als Teil der NATO-Eingreiftruppe wären die Thüringer Panzersoldaten mit die ersten, die in einem solchen Fall in Marsch gesetzt würden. Das macht auch ihr Divisionskommandeur deutlich.
Die NATO Response Force und dann innerhalb der nochmal diese besonders schnell verfügbaren Kräfte, die VGTF, sind ja geschaffen worden nach der Krimkrise 2014, als die Russen völkerrechtswidrig bereits gezeigt haben, dass sie eben willens sind, in Europa auch Land zu nehmen, das an der Krim gemacht haben. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wir natürlich gut beraten waren, Kräfte zur Verteidigung vorzuhalten, Kräfte auch in einem besonders hohen Einsatzbereitschaftsgrad vorzuhalten. Und genau das machen wir. Der Krieg in der Ukraine mache den Soldaten deutlich, wie wichtig ihr Auftrag sei, meint der General. Viele Dinge, die wir vorher irgendwie theoretisch geübt haben, die werden einem doch jetzt noch mal sehr, sehr bewusst. Und ich bin sehr froh, dass wir hier gemeinsam im Bündnis stehen. Und wenn ich das sehe, diese entsetzlichen Bilder aus der Ukraine, wie dort Städte zusammengeschossen werden, sowas darf in unserem Bündnisgebiet nie geschehen. Und dafür stehen wir auch zur Verteidigung desselben. Die Übung in Kliez gehört zu einer Serie von Zertifizierungen. Dabei muss die Eingreiftruppe ihre Fähigkeiten beweisen. Hohe Beweglichkeit spielt eine große Rolle und die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden. Denn tausende Soldaten müssen im Ernstfall in wenigen Tagen an jeden Ort des NATO-Gebietes verlegen können. Wir bringen jetzt hier rund 300 Fahrzeuge über den Fluss. Das sind rund 1000 Soldatinnen und Soldaten. Dann geht es 50 Kilometer nach Westen über die Elbe in das Gefechtsübungszentrum in der Altmark. Dort kommt dann nochmal ein Feldkrankenhaus dazu, nochmal ein paar hundert Soldatinnen und Soldaten, sodass wir dann fast 1500 sind. Und dann wollen wir dort die deutsche Battlegroup zertifizieren. Nein, das sind nicht alles Angehörige meiner Brigade. Ich habe die Puma-Grenadiere aus Regen zum Beispiel dabei. Oder hier sehen Sie die amphibischen Pioniere aus Minden. Also da habe ich schon Kräfte aus der halben Bundeswehr dabei. Kräfte aus der halben Bundeswehr für die NATO-Eingreiftruppe. Seit Jahren müssen sich Einheiten, die in den Auslandseinsatz gehen oder spezielle Aufträge im Rahmen der NATO haben, einen Teil ihrer Ausrüstung von anderen Einheiten zusammenborgen. Doch nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine hat ein Umdenken in der deutschen Politik bewirkt. Stichwort Zeitenwende. Also für mich wird alles verfügbar gemacht, was ich brauche. Und die letzten Sachen laufen dieses Jahr zu. Ich wünsche mir natürlich, dass ich A, ganz viel davon behalten kann. Und das soll diesmal auch wirklich so kommen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und das setzt natürlich voraus, dass auch meine Nachbarbrigaden Schritt für Schritt alles bekommen. Denn was wir am Ende brauchen, ist Vollausstattung für alle. Eine Woche später im Gefechtsübungszentrum in Letzlingen in Sachsen-Anhalt. Die VGTF-Eingreiftruppe trainiert weiter für ihre Zertifizierung. Bataillonskommandeur Weißenborn führt seine Panzer vom Gefechtsstand aus. Wie es darin aussieht, dürfen wir nicht filmen. Militärgeheimnis. Ein paar Kilometer entfernt hat Major Felix O. seinen kleinen Gefechtsstand. Er ist Chef einer Kompanie des Panzerpionierbataillons 701 in Gera. Vom Jägerwäldchen rüber zum Rommelwald. Das ist die 002. Die wird erkundet. Die 001 fällt jetzt weg, weil nicht mehr in unserem Verantwortungsbereich. Die Aufgabe des Majors und seiner Pioniere, den Panzern den Weg bahnen. Sie beseitigen Minensperren und andere Hindernisse oder legen selbst welche an, um den Feind aufzuhalten. In der Nacht sollen die Pioniere Minensperren legen. 12.50 Uhr, koppeln mit dem Kampftruppenmann und dann geht's zur Erkundung raus. Er fährt auch selbstständig, oder? Er fährt selbstständig, ja. Und die zwei von uns beiden können direkt raus? Ja, und der Kopplungspunkt ist genau an der Koordinate, wo die dann gelegt werden soll. Steff, Ergänzung? Keine. Gut, mich durch. Jeder muss seinen Platz und seine Aufgabe genau kennen. Und das Gelände. In der Nacht wird der Kompaniechef mit seinen Leuten wieder hier sein. Da kann eine Erkundung bei Tageslicht nicht schaden, meint er. Der nächste Tag. Die Pioniere aus Gera haben in der Nacht Minensperren gelegt. Heute sind die Panzermänner aus Bad Frankenhausen im Gefecht. Es geht darum, den Angriff eines Gegners abzuwehren und dann einen Gegenstoß zu führen. Dabei agieren die Panzer nicht allein, sondern zusammen mit den Panzergrenadieren aus Bayern.
Zu deren Aufgaben gehört es auch, den Gegner aufzuklären. Hohe Beweglichkeit und schnelle Stellungswechsel sind im modernen Gefecht überlebenswichtig. Wer steht, der stirbt, lautet eine Regel bei der Panzertruppe. Eine andere heißt, im Gelände verteilen, um dem Gegner kein lohnendes Ziel zu bieten. An einer Baumgruppe hat der Panzer von Hauptfeldwebel Joshua K. vom Charlie-Zug Stellung bezogen. Kommandant Josch und seine Mannschaft beobachten das Gefechtsfeld und melden ihre Beobachtungen den anderen Panzern. Charlie, jetzt kurz Feindmeldung. Torkampfpanzer im Schnellstoß Richtung Sandweg. 2722, 179 kommt. Wiederhol nochmal die Koordinaten. 722, 179. Ich habe die gleiche in meiner Flanke kommt. Ausweichen, neue Stellung beziehen. Gegner aufklären und bekämpfen. Die Besatzungen sind hoch konzentriert. Und stehen unter Beobachtung. Schiedsrichter verfolgen das Geschehen auf dem Gefechtsfeld. Auf dem Monitor des Battle Management Systems können sie Positionen und Bewegungen der Panzer genau verfolgen. Übungsende. Aus allen Richtungen tauchen Panzer auf. Sie waren während der Gefechtsübung weit im Gelände verteilt. Bataillonskommandeur Weißenborn hat das Gefecht aus seinem Panzer beobachtet. Die Besatzungen haben Pause. Kompaniechef und Zugführer müssen zur Auswertung. Bevor ich mit der Geländeorientierung anfange, Kompaniechef, konnte die Absicht in der Faceline-Anstalt, so wie es in der Befehlsausgabe kam, durchgesetzt werden? Jawohl, diesmal ja. Ja, also Absicht des Kompaniechefs war es in der Faceline-Anstalt, Hauptstraße, hier die voneingesetzte Panzerkompanie zu zerschlagen. Das hat funktioniert. Minutiös wird das Gefecht noch einmal durchgegangen. Die Schiedsrichter sind kritisch, denn im Ernstfall geht es um Leben und Tod. Kompaniechef und Zugführer müssen ihre Entscheidungen erläutern und begründen. Genau, also das Feuer konnte nicht mehr geschossen werden, weil wir zu spät dran waren mit der Anforderung des Feuers. Kein Problem zu der Zeit, weil Rot was gemacht hat in der Angriffsvorbereitung, genau in der Achse. Selber an Blenden gelegt hat. Selber an Blenden geschossen hat. Hier haben Sie vermutlich unbewusst das Blenden von Rot ausgenutzt und haben hier die Senke übersprungen und dann die Stellung gewinnen können im Zuge Doppelmast. Das zweckmäßig. Nehmen Sie den Punkt mit. Wenn Rot vorbereitet, können wir das Feuer auch für uns nutzen, um Bewegungen durchzuführen. Eine halbe Stunde dauert die Auswertung. Danach geht es für die Besatzungen zum nächsten Übungsdurchgang. Mai 2022. Seit mehr als 3 Monaten tobt der Krieg in der Ukraine. Bilder davon sind täglich im Fernsehen und im Internet zu sehen. Mariupol, Butscha, Charkiw. Zerstörung, Leid, Tod. In Deutschland wird über die Lieferung von Waffen an die Ukraine diskutiert, zum Beispiel der Panzerhaubitze 2000. Deren Feuerkraft demonstriert die Bundeswehr bei einem Medientag in der Lüneburger Heide. Das Interesse ist groß, denn die politische Debatte in Deutschland dreht sich auch darum, wie viel Material die Bundeswehr an die Ukraine abgeben soll. Diese Haubitzen jedenfalls nicht. Die gehören zur Eingreiftruppe VJTF. Diese verfügt auch über eine beeindruckende Artilleriestreitmacht mit rund 1000 Mann. Insgesamt haben wir im Bataillon 34 Haubitzen. Darunter auch 2 Batterien mit der Panzerhaubitze 2000, einem der modernsten Geschützsysteme der Welt. Am Beispiel der Artillerie demonstriert die Eingreiftruppe den Journalisten ihre Multinationalität. Norwegische und deutsche Artilleriebeobachter lenken gemeinsam das Feuer von belgischen und deutschen Kanonen auf Stellungen des Gegners. Thank you.
9 Länder stellen der VJTF im nächsten Jahr Soldaten zur Verfügung. Das Gros der Truppe kommt aus Deutschland, den Niederlanden und Norwegen. Für die Übung in der Lüneburger Heide haben die beteiligten Länder insgesamt 7.500 Soldaten und Soldatinnen aufgeboten. Und auch hier ist der Krieg in der Ukraine präsent. Alles, was da in der Ukraine passiert, was wir gerne besser nicht gehabt hätten, hat natürlich einen Effekt. Also im Grundsatz haben wir die Übungen vor 2 Jahren mal gebucht, die ganzen Übungsplätze, haben das alles vor 1,5 Jahren begonnen, verfeinert anzulegen. Also hätte das auch ohne die Ukraine Auseinandersetzung hier so stattgefunden? Ja, auf jeden Fall. Aber was macht das mit uns? Naja, man braucht doch immer Zeit, eigentlich reinzukommen in ein Szenar. Das schreibt man sich dann, haben wir jetzt hier natürlich auch gemacht. A-Land greift B-Land an und das Bündnis springt B-Land dann sozusagen zur Seite. Eigentlich braucht das immer so ein bisschen, bis alle mal so vom Mindset da drin sind. Das ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Also Ernsthaftigkeit, Professionalität, so dieses Kribbeln, und das könnte jetzt tatsächlich etwas sein, was auch von uns gefordert wird, wofür wir gebraucht werden. Das ist jetzt natürlich sofort da, sodass da eine andere Anspannung da ist. Zurück in Bad Frankenhausen, Anfang Juli, Tag der offenen Tür in der Kyffhäuser Kaserne. Bundeswehr zum Anschauen und Anfassen. Einige tausend Besucher sind da, viele Familienangehörige von Soldaten sind darunter. Die haben ja schon echt super was auf die Beine gestellt, in allen Belangen, also Hut ab. Und wäre auch toll, wenn es bei uns in der Region, also wo wir herkommen, auch ein bisschen mehr Bundeswehr wieder ins öffentliche Gesicht eigentlich tritt, ne? Weil es gehört dazu. Wir sind aus Brandenburg. Hier treffen wir Hauptfeldwebel Josch wieder, den Panzerkommandanten aus dem Gefechtsübungszentrum Letzlingen. Tag der offenen Tür, heute das erste Mal schon mit vielen Besuchern. Was ist das? Ist das was Besonderes so in deinem Alltag? Ja, natürlich. Das ist für uns eine große Ehre, dass die Besucher herkommen können, sich ein Bild verschaffen können über das, was wir machen. Und das nicht nur durch Hörensagen oder das, was man eben durch die Medien erfährt, sondern ja, man kann das Ganze auch mal anfassen und es wird greifbar für die Bevölkerung. Man kann mit den Soldaten sprechen. Kommt gegenseitig ins Gespräch. Es sind ja auch immer viele Besucher dabei, die früher schon mal für die Bundeswehr im Dienst waren. Und das ist natürlich, das sind immer schöne Eindrücke. Und es ist ein sehr angenehmes Aufeinandertreffen mit der Zivilbevölkerung. Der 27-Jährige stammt aus Rheinland-Pfalz und ist vor einigen Jahren wegen der Bundeswehr nach Thüringen gekommen. Eigentlich wollte er zur Polizei, begann aber erst einmal einen freiwilligen Wehrdienst und blieb. Ich war dann Zeitsoldat für 4 Jahre. In der Mannschaftslaufbahn noch und habe mich dann dazu entschlossen, ich möchte unbedingt Panzerkommandant werden. Ich möchte meinen eigenen Kampfpanzer haben, den ich führen darf. Beim Spaziergang durch die Kaserne reden wir über seinen Alltag als Soldat, den VJTF-Auftrag seiner Einheit und über den Krieg in der Ukraine. Mein Zugführer muss mich da auch immer ein bisschen einbremsen, weil ich da immer aktuell auf Stand sein will. Den ganzen Tag, in jeder freien Minute wird der NTV-Ticker angemacht oder der Tagesschau-Ticker. Und wir informieren uns, was da los ist. Und das ist auch unsere Pflicht als Soldaten, da auf Stand zu sein, was die Weltpolitik angeht. Der Krieg im Osten Europas mache den Soldaten und ihren Familien deutlicher, welche Bedeutung die NATO-Eingreiftruppe habe, meint Josch. Die Möglichkeit besteht ja jetzt doch etwas mehr vielleicht als vorher, sozusagen, dass man eben nicht nur in so einem Übungsszenario ist, sondern dass man in eine Situation kommt, wo man möglicherweise einem möglichen Gegner auch direkt gegenübersteht. Wie denkst du darüber? Macht dir das Angst? Oder? Angst? Würde ich es nicht nennen, es ist ein Respekt vor der Situation, die auf einen zukommen kann. Keiner von uns war, oder die meisten waren noch nie wirklich in einer Gefechtssituation. Was dann dort mit einem mental auch passiert, das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht gut abschätzen. Aber wir sind bereit und dafür steht auch VJTF, bereit zu sein, das Bündnis und das Land verteidigen zu können. Und dessen muss sich jeder bewusst sein. Und das ist auch das, was wir definitiv jetzt leisten müssen, was man von jedem Soldaten, der Teil von VJTF, Teil der Bundeswehr ist, erwarten kann. Nachdenken darüber, was passieren kann. Das nimmt Bataillonskommandeur Andi Weißenborn bei den Soldaten und Soldatinnen seiner Einheit in diesen Monaten verstärkt wahr. Wir sind eine Woche nach dem Tag der offenen Tür mit ihm verabredet.
Die Nachfrage gerade der Jüngeren, die sind schon da. Gerade weil man sich jetzt doch intensiver mit dem Thema auseinandersetzt und durch diesen 24. Februar ja auch deutlich immer darauf hingestoßen wird, auch durch die Berichte in der Presse jeden Tag, gibt es schon die eine oder andere Nachfrage. Die beste Antwort sei eine intensive Ausbildung, betont Weißenborn. Diese findet nicht nur auf Übungsplätzen statt, sondern auch in der Kaserne, beispielsweise am Sandkasten. Ebenfalls noch in den Raum Barbaradorf. Sie gebe den Leuten Sicherheit und Vertrauen in ihre Technik und ihre eigenen Fähigkeiten. Das heißt, wir müssen da zügig sein. Sie werden Feuer kriegen, sie werden vielleicht auch einen Treffer kriegen, aber der ganze Zug darf nicht stehen bleiben. Und sobald sie stehen bleiben, hat der Verzögerer gewonnen, weil da hat er Zeit, sich zu formieren, neu zusammenzuführen, eine neue Verzögerungslinie vielleicht zu beziehen. Also das ist ein wesentlicher Punkt auch für den Angriff und vor allen Dingen auch für die Gefechtsaufklärung. Das Bataillon müsse einsatzbereit und kriegstüchtig sein, betont der Kommandeur. Wir werden nie irgendwo in der Ukraine angreifen oder auch die Russische Föderation angreifen. Wir sind darauf eingestellt, dass wir defensiv auch an der Ostflanke der NATO zum Einsatz kommen. Darauf stellen wir uns mittlerweile ein und daraufhin wird gearbeitet und ausgebildet. Weißenborn rechnet damit, dass die Eingreiftruppe in den kommenden Monaten auch in Osteuropa trainieren wird. In nächster Nähe zu Russland also. Heute wird indes im Simulator geübt. Jeweils 4 Panzerbesatzungen können hier gleichzeitig alle möglichen Gefechtsszenarien trainieren. Geleitet wird die Übung vom Kompaniechef. Auch Panzerkommandant Josch ist mit seiner Besatzung dabei. Kampfpanzer, Achtung! Ja. Noch einen hinterher, der brennt noch nicht. Ja, verstanden. Der zweite Anzug steht im Feuerkampf. Achtung. Kann ich nicht. Charlie, jetzt wurde zweiten Kampfpanzer bei zuletzt gemeldeter Koordinate vernichtet, durch zweiten Halbzug kommen. Nach der Übung Auswertung beim Kompaniechef. War wieder zu langsam, ja? Dadurch keine Überwachungsmöglichkeit. Nächster Termin, ein Treffen mit Vertretern des Panzerherstellers, der in der Nähe ein Instandsetzungswerk betreibt. Weißenborns Ansage, ab Januar 2023 müsse immer eine bestimmte Anzahl an Panzern verfügbar sein. Das ist von zentraler Bedeutung, denn im VJTF-Jahr muss die Einheit in 2 bis 7 Tagen abmarschbereit sein. Wir kriegen ja täglich im Prinzip Lageupdates und das wird nicht überraschend kommen, wenn das Telefon klingelt, weil eine Lage wächst ja auf. Das ist ja nicht von jetzt auf sofort, das entwickelt sich ja. Und dementsprechend, wie gesagt, wird ein Anruf nicht so überraschend kommen. Besuch in der Bundeswehrkaserne in Gera. Hier ist die Einheit von Major Felix stationiert. Der Panzerpionier hatte im Frühjahr bei der Übung in Letzlingen mit seinen Leuten Minensperren gegen feindliche Panzer gelegt. Wir wollen von ihm wissen, was macht seine Truppe außerdem und welche Aufgabe hat sie bei der VJTF-Eingreiftruppe? Also wir können immer eine Brücke legen, 14 oder 26 Meter Übergänge schaffen, den Weg öffnen mit dem Pionierpanzer DAX, der quasi direkt hinter mir steht, oder eben Minensperren öffnen mit dem Keiler. Das sind die Fähigkeiten, die meine Kompanie im Prinzip auszeichnen, auch bei der VJTF. Normalerweise stehen die Fahrzeuge nicht hier auf der Wiese. Sie sind für eine bataillonsinterne Technikschau aufgebaut. Rekruten, die erst vor kurzem ihren Dienst bei der Bundeswehr angetreten haben, sollen die Technik kennenlernen. Vielleicht bleibt ja der eine oder andere nach der Grundausbildung bei den Pionieren. Also auf den Leopard sind wir zum Beispiel besonders stolz. Ja, weil er das ermöglicht, was vorher nicht ging, dass wir die Leopard 2A7V, also die vom Ursprung Weißenborn, halt auch überall in jeglicher Situation übersetzen können. Was geht wenig ohne Pioniere. Ich glaube auch, dass der Bedarf der Kampftruppe sehr hoch ist, uns zu nutzen. Und ich glaube, man freut sich auch, wenn der Pionier neben einem ist. Es gibt eine gewisse Sicherheit, wie so ein weiches Kopfkissen. Ja. Der Major war schon einmal bei der Eingreiftruppe VJTF, 2019 mit seiner früheren Einheit. Im Vergleich zu damals sei heute mit dem Ukraine-Krieg die Möglichkeit eines Einsatzes etwas wahrscheinlicher geworden, meint er. Der Krieg ist für seine Pioniere auch ein Lehrstück. Alles, was mit Explosionen zu tun hat, jeglicher Art, gerade meine Kampf- und Abwehrkräfte nutzen schon öffentliche soziale Medien und schauen sich ganz genau an, was dort eingesetzt wird, wie gegebenenfalls Dinge auch verwendet werden, um
Rückschlüsse zu ziehen, wie Minensperren vielleicht vom Feind angelegt werden. Seit Februar schaut Deutschland wieder mehr auf seine Bundeswehr. Was sie kann, was sie braucht. Auch Felix merkt das in Gesprächen im Freundeskreis und der Familie. Man hat das Gefühl, es wird ernster. Also man wird mehr wahrgenommen und man, die Leute, glaube ich, denken das erste Mal auch wieder darüber nach, der Auftrag, den ihr macht, der ist ja doch wertvoll. Dass die Familien der Soldaten jetzt wohl mehr Angst vor einem Einsatz ihrer Angehörigen hätten, sei normal, meint er. Mehr als beruhigen könne man da aber kaum. Wieder in Bad Frankenhausen. Heute ist es später geworden als sonst. Die Panzer mussten für eine Inspektion vorbereitet werden. Okay, kurzes Abschlussantreten. Der größte Schritt in Richtung Wochenende ist gemacht. Dritter Zug, stillgestanden, in den Schuss wegtreten. Uah! Abschalten vom Job geht nicht so schnell. Ich nehme es schon öfter noch mit nach Hause, weil ich auch am Wochenende ab und zu mal noch was vorzubereiten habe. Aber an einem ganz normalen Arbeitstag bleibt die Arbeit da, wo sie ist. Und dann wird sich um die Familie gekümmert, um das Kind vor allem, um die Frau. Das ist auch wichtig. Man hat den Rückhalt ja auch nur, wenn man auch was zurückgibt. Hallo. Zu Hause warten Verlobte Talisa und Sohn Bruno. Hallo. Talisa hat gerade ihr Studium beendet und ist nun auf Bewerbungstour für einen Job. Nach der Geburt des Sohnes haben beide nacheinander Elternzeit genommen. Mich persönlich beunruhigt die aktuelle politische Lage eher, als dass sie mich beruhigt. Es freut einen natürlich in gewisser Weise, wenn die Ukraine ihr Land zurückgewinnen kann, klar. Aber wenn Putin dann vielleicht doch immer mehr auch innenpolitisch mit dem Rücken zur Wand steht, ist meine Befürchtung eben nicht, dass er das Ganze dann sein lässt, sondern dass es darauf eine Antwort geben kann. Und das bringt uns dann eventuell auch wieder viel näher an einen Einsatz. Ein möglicher Einsatz von Josh mit der Eingreiftruppe ist natürlich Gesprächsthema in der Familie. Dass ihr Verlobter immer mal für Tage oder Wochen weg ist, daran habe sie sich gewöhnt, sagt Talisa. Also man hat natürlich Angst, dass noch irgendwas passiert und er dann eventuell irgendwo hin muss. Das ist natürlich dann schon mal was anderes. Weil die Handys müssen ja dann noch aus sein. Und dann, wenn man vielleicht mehrere Tage dann auch keinen Kontakt hat, dann macht man sich natürlich dann auch Sorgen, ob irgendwas passiert ist oder so. Eigentlich komme sie ganz gut klar mit der Situation, sagt die 25-Jährige. Und irgendwann am Abend müsse dann auch mal Schluss sein mit den Nachrichten vom Krieg. Zebra! Im Herbst 2022 sind die Panzermänner aus Bad Frankenhausen wieder in der Lüneburger Heide. Gefechtstraining und scharfes Schießen. Wir haben auch 6 Nächte draußen geschlafen, ja. Aber das ist ja auch am Ende das, was Panzerei ausmacht. Das Leben in der kleinen Kampfgemeinschaft, sagt man ja immer so schön, auf engstem Raum. Die vergangenen Monate waren anstrengend für die Soldaten. Sie mussten sich mit den neuen Panzern vertraut machen, waren wochenlang im Gelände auf Übungsplätzen. Der Krieg in der Ukraine hat ihre Verantwortung an der Spitze der NATO-Eingreiftruppe noch schärfer vor Augen geführt. Sie werden weiter gespannt auf die Ukraine schauen und hoffen, dass der Krieg nicht auf NATO-Gebiet überschwappt. Ich glaube, keiner von uns ist geil drauf, in den Kriegseinsatz zu müssen. Auf der anderen Seite steht unsere Verpflichtung für die Landes- und Bündnisverteidigung. Und ja, man will ja dann doch irgendwie seinen Beitrag dazu leisten. Das ist schwierig, ja. Aber wir werden sicherlich mehrfach oder mehrmals auch an die Ostflanke der NATO verlegen, um uns dort mit dem Gelände vertraut zu machen. Ich fürchte mich nicht davor. Und wenn, weiß ich, dass wir wirklich gut ausgebildet und ausgerüstet sind. Also das, was wir schon geleistet haben, Gefechtsübungszentren, könnten wir an jedem Ort dieser Welt abliefern. Und dann wird die NATO uns schon anrufen, wenn sie uns braucht.